Hallo und willkommen hier mit Sandro und seinem, wie heißt dein Auto eigentlich? Blauen Kobold. Der heißt jetzt so. Wir sehen hier das rostfreiste Teil. Die Schelle kam anscheinend neu. Habt ihr schon mal so viel Rost an der Abgasanlage und an diesem Träger da hier gesehen und an der Achse gesehen? Also an der Achse, okay, das lasse ich mir noch eingehen. Aber so eine rostige Abgasanlage und der Träger habe ich bisher noch bei keinem anderen Vierer Golf gesehen. Das ist interessant. Das Auto wurde vor 1,5 Jahren ungefähr als rostfrei verkauft. Und ich glaube, das sah schon ähnlich aus, nachdem das Auto sehr lange jetzt auch in der Garage stand. Hinten der schöne Edelstahl-Endschalldämpfer. Man sieht, wo Edelstahl ist und wo kein Edelstahl ist. Von Fox, der kommt raus und stattdessen kommt das da rein. Nein, nicht die V6-Variante, sondern die daneben, die Black Edition. Die V6-Variante kommt bei meinem V5 irgendwann mal ran. Ja, wie gehen wir vor? Was machen wir noch? Sandro hat sich hier den Träger besorgt. Okay, gut, so wie der aussieht, hätte ich das vielleicht doch gemacht. Ich habe vorhin noch einen Scherz drüber gemacht, dass ich so einen Träger nicht neu machen würde, aber ja, okay, der ist halt unschön. Ne? Wir machen hier die Schelle auf und entweder geht sie gleich auf oder sie geht kaputt. Das sollte einfach wegbaubar sein. Der Träger, den werden wir jetzt da hier unten schön mit Rostlöser einsprühen. Dann gucken wir mal. Hier ist auch schon Sandro mit einem langen Rohr. Ich bin erstaunt, wir haben bis auf eine Schraube jetzt alle offen und die haben wir auch noch nicht auf, weil wir es noch nicht probiert haben. Wir haben jetzt mit dem Schlagschrauber auf der niedrigsten Stufe gemacht, vorher schön eingesprüht, 17er Nuss drauf und dann eben ganz vorsichtig. So, und siehe da, der Träger hält irgendwie nichts, weil die Abgasanlage immer noch genau so an der gleichen Stelle ist. Naja, hier. Die werden wir kaputt machen wahrscheinlich damit, aber egal, offen ist offen dann letztendlich. Die kriegen wir hier leicht auf. Hinten, keine Ahnung, haben wir noch nicht geschaut. Aber ich bin echt erstaunt, dass das hier so geklappt hat. Ich hätte es nicht gedacht. So, einmal mit Profis arbeiten. Das da ist ein sogenannter Auspuffheber. Manche mögen meinen, dass das einfach nur ein Becher voll Handwaschpaste ist, das ist aber falsch. Das ist extra dafür da, um einen Cut zu stabilisieren. Das ist alles draußen. Da war noch ein Schweißpunkt hinter der Schelle gesetzt. Das war doof. Wir haben letztendlich da einfach abgebrochen. Der muss noch ab. Wir rollen jetzt ein Stück vor. Aber vorher, ihr mögt ja immer so Soundaufnahmen. Weil von mir aus kannst du. Geh mal kurz aufs Gas. Der Sinn von dem Mittelschalldämpfer und dem Endschalldämpfer erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Man könnte doch einfach von hier ein Rohr bis nach da hinten legen und dann da hinten auf zwei Endrohre gehen, oder? Wo ist das Problem? So, wir gucken gerade mal in die Röhre, denn wir kriegen hier die blöde eine Schraube nicht ab. Jetzt können wir pushen und können den Halter mit einer Schraube festmachen oder versuchen, das irgendwie rauszukriegen. Gripzange hat hier keinen Erfolg, haben wir festgestellt. Ich will nicht weiter drüber reden. Auf jeden Fall, hier vorne haben wir jetzt unseren neuen Träger dran. Der sieht auch schön aus und ist auch jetzt schön mit Unterbodenschutz schon dran und hält und so. Die Schelle ist noch nicht fest, die haben meistens da drauf geschoben. Aber das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Oder? Was meint ihr? Eine Stunde später, Sandro bohrt. Ja. Ich mitteltopfe und verrohre. Und Sandro bohrt. Der bohrt auch in einer halben Stunde noch. Also wir gehen später nochmal hin. Ja. Neuer. Mein neuer 5v5, Mipa Therm hier drauf gemacht, also nicht nur da, sondern überall. Der hält auch überall gut, der stand jetzt ein Jahr lang in der Gartenhütte, trocken. Hier ist der Lack wieder ab, keine Ahnung, unten drin klingt er auch nicht schön, weil irgendwie hat sich da noch was gelöst, keine Ahnung, ob da Restfeuchtigkeit noch für mehr Rost gesorgt hat, keine Ahnung. Naja, er sieht besser aus als der hier, wobei der an sich, wenn man das hier neu macht, vielleicht sogar noch verwendbar wäre. Ist halt nicht mehr der hübscheste, ne? Aber naja. Die Schelle da hier musste mit der Flex entfernt werden. Über den Mitteltopf will man nicht reden. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Also die äußerste Schicht ist schon ab. Der ist anscheinend 1, 2, 3 lagig, würde ich sagen. Ja, und hier ist halt das schöne rostige Blech noch. Hier ist eine Schelle, die da zum Teil fest ist. Die beiden sind ineinander geschoben, mit der Schelle befestigt gewesen und mit dem Schweißpunkt noch. Also ja, können wir noch ein bisschen mehr pushen an dem Auto, denke ich. Und wir haben den nicht verbaut. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir das so komisch gemacht haben. Das war so. Sandro hat gemeint, ich soll euch anlügen und soll sagen, dass alles geklappt hat. Doppelschelle da, einfache Schelle dort, weil die Doppelschelle da nicht passt, weil der Auspuff dort komisch ist. Der knickt da, ich weiß nicht, ob er normal ist.
Da hier werden wir auch mit einer normalen Schelle drauf gehen und irgendwie sieht das noch ein bisschen komisch aus. Wir müssen gefühlt noch 2 cm nach vorne. Jetzt gucken wir, dass wir da vorne richtig ran machen, dass wir hier dann richtig ran machen, wobei ich da denke, dass wir im Anschlag sind. Und ich denke, hier haben wir noch diese 2 cm, die uns fehlen. Seht ihr das vom Farbunterschied her, vom Rohr? Naja, wir probieren mal. Die Doppelschelle ist fest, die Schelle ist auch fest. Das hier müsste mit dem Abstand her gut passen eigentlich, denke ich. Die ist noch nicht fest und das ist der Abstand, den ich meine. Ich denke, der muss noch hier rein. Gucken wir jetzt gleich mal, jetzt lassen wir ihn erstmal an. Hier kam Abgas raus. Ah ja, hier fühlt man es. Was machst du wieder aus? Ich habe gerade Abgase gefühlt. Ach so, sorry. Hier spüre ich es jetzt nicht. Ah, Ah. Wäre ich jetzt nicht so ganz sicher. Gib mal ein bisschen Gas. Gib mal schnell viel Gas. Nochmal? Nochmal? Okay, kannst ausmachen. Also ich spüre es echt nur hier. Gut, das kann klar sein, dass hier ein bisschen was rausgeht. Aber da haben wir dann noch unser Auspuffdichtmaß. Hauptsache, das ist jetzt erstmal fest. Der passt erstmal einigermaßen ran. Weil der war gebraucht und das merkt man. Okay, wir sind fertig. Da pfeift er noch raus. Heißt, wir sind eigentlich nicht fertig. Aber ja, so Anpassungsarbeiten. Da lösen, hinten anpassen, da festmachen, Auspuffdichtmasse rein. Nochmal lösen, nochmal anpassen. Da brauche ich euch nicht zeigen. Das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug und von Abgasanlage zu Abgasanlage unterschiedlich. Naja, es sieht okay aus von unten. Von hinten habe ich es noch nicht gesehen. Auf jeden Fall passt es nicht zum Ausschnitt, der vorher in der Heckschütze war. Aber ja, wir werden es uns gleich mal von hinten anschauen. Guck mal, da sind wir.